Hallo Leute da draußen, hier ist die Band Symphorce und ihr hört auf dem offenen Kanal 104.8 What's Metal! Hallo, ich bin der Dennis und spiel Bass. Ich bin der Andi, Gesang. Ich bin Stefan am Schlagzeug. Wer könnte mal einen kleinen Querschnitt aus eurer Band-History erzählen? Ja, also Symphorce wurde ja gegründet, nachdem ich, wann war denn das überhaupt? Anfang 99 bei Ivanhoe ausgestiegen bin, habe ich meine eigene Band dann mal gegründet. Und wir haben dann ich habe dann recht schnell mir Musiker gesucht, die so ein bisschen das mit umsetzen, was ich mir vorgestellt hatte damals schon zu der Zeit. Das ist uns auf Truth to Promises teilweise gelungen. Danach gab es natürlich aufgrund von dem her, dass wir so schnell Musiker finden mussten, ein bisschen personelle Probleme. Das hat sich mittlerweile, beziehungsweise seit länger als einem Jahr schon ziemlich gut gelöst und auch eigentlich bestens gelöst in Form von dem, dass wir jetzt an der Gitarre den Cedric haben, den neuen Gitarrist, und am Bass den Dennis. Tja, auf Sanctuary ist deutlich zu hören, dass es sich jetzt hier auf jeden Fall um eine richtige geile Band handelt. Ah, ich schmier mir wieder selber Honig ums Maul, ne? Ja, ja, klasse. Aber auf jeden Fall, Bandleistung, 21.08. kommt die Platte und die klingt richtig frisch und wir sind absolut zufrieden und jetzt klingt Symphorce so, wie Symphorce klingen sollte. Du hast es gerade selber angesprochen, Ausstieg bei Ivanhoe. Hat das so reibungslos geklappt oder gab es da doch ein bisschen Theater? Ach, über Ivanhoe direkt habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr, großartig zu reden, weil da ist so viel reininterpretiert worden und Theater. Ich bin raus, es gibt Symphorce, ich singe unter anderem noch bei Brainstorm und das ist die Gegenwart und das ist eigentlich das, was zählt. Ja gut, dann kommen wir doch gleich zum Album. Warum habt ihr da so eine Limited Edition draus gemacht mit zwei Bonustracks? Es war schon immer eigentlich das, was mich tierisch angekotzt hatte, wenn ich mir von meinen Bands irgendwelche Platten gekauft habe und ich habe gesehen, dass es in Japan wieder zwei, drei Bonustracks gibt von irgendwelchen Bands oder irgendwelche Songs, die da drauf, die ich nie zu hören bekommen habe. Das hat mich immer tierisch angekotzt und deswegen ist auf Sanctuary mit Nice Dreams ein Coversong drauf, der aber nur extra für die europäischen Fans aufgenommen wurde. Und dann haben wir natürlich noch mit Soulfly einen weiteren Bonustrack. Der auch noch ein bisschen, mit der Resting Places, sorry, einen weiteren Bonustrack, der aber auch so ein bisschen die Vielfalt der Band darstellen sollte. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Tja, und warum unbedingt ein Coversong? Viele Bands machen Coversongs. Warum ihr? Ja, das ist richtig, dass jetzt eine Band einen Coversong aufnimmt, ist nichts mehr Neues. Aber wir wollten das schon immer mal machen und haben gedacht, na, wenn wir schon einen Coversong aufnehmen, dann von einer Band, mit der wir mehr oder weniger aufgewachsen sind. Und Power Mad ist für uns eine absolute Götterband damals gewesen, als sie das Album rausgebracht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Coversong gut, aber dann eben von einer richtig geilen Band, die eigentlich nie die Anerkennung gekriegt hat, die sie eigentlich verdient hätte. Und es liegt auch schon länger zurück, das Album. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir den Song auf. Da sind wir dann auch gleich schon beim nächsten Thema. Vorbilder, Idole. Habt ihr irgendwelche Anleihen an anderen Bands, die euch beeinflusst haben? Vorbitten. Na, es ist an sich die ganze Bay Area Trash-Szene von in den 80ern und natürlich diese gesamten Power-Metal-Bands. Besondere hervorzuheben, wäre von meiner Seite aus Quatsch. Metal ist jetzt nicht unbedingt nur eine Band, Metal ist ein ganzer Lifestyle und den lebe ich eigentlich auch schon seither. Ja, meine Vorbilder eigentlich kommen aus dem Hardrock bis Metal-Bereich, aber auch härtere Sachen, also Vicious Rumors und so Speed-Zeug. Unsere Sendung heißt ja What's Metal, du hast es gerade schon anklingen lassen. Was bedeutet euch Metal? Ist es mehr eine Musikrichtung oder ein richtiger Lifestyle, ein Leben? Ja, es ist schon eine Art Lifestyle, aber in erster Linie ist es mal Musik, würde ich mal behaupten. Ja, es ist aber auf jeden Fall Musik, die wirklich von Fans für Fans gemacht wird. Und das war schon immer so und das wird sich auch weiterhin so halten. Es ist hier keine Riesen... natürlich sind Plattenfirmen und Managements dahinter, die hier auch ihre Kohle verdienen wollen, ist ganz klar. Aber im Endeffekt stehen Jungs auf der Bühne, die genauso sind wie die Jungs vor der Bühne. Und das ist, denke ich mal, das große Plus an dieser ganzen Szene. Und es sind treue Fans. Das heißt, diese Fans springen nicht einem kurzlebigen Trend hinterher, sondern diese Fans sind eigentlich wirklich für die Bands da und die Bands sind für die Fans da. Ja, hast du gerade gesagt, so, da wollen ja auch Leute von leben. Lebt ihr von eurer Musik und wie kam der Deal mit Noise zustande? Nö. Es ist auch nicht unbedingt unser Ziel, von der Musik zu leben, weil in dem Moment, wo du abhängig bist von deiner Musik, kannst du eigentlich nicht mehr so den freien Kopf haben, um wirklich kreativ zu arbeiten, weil du dir immer Gedanken drüber machen musst, na, kommt das jetzt auch bei den Fans an und du musst immer Gedanken um Verkaufszahlen zu machen und das ist eigentlich nicht unsere Philosophie. Wir machen Musik aus dem Bauch, wir machen das, was uns gefällt. Und
es wäre einfach ein Risiko, das aufs Spiel zu setzen. Einfach unter dem kreativen Druck zu sein, jetzt ein Album zu machen, wo jedem gefällt. Ja, auch an dich die Frage, wirklich nur der Musikwillen, die zwei Bands, oder auch kleiner finanzieller Hintergrund, Brainstorm und Symphorce? Nein, da wäre ich sicherlich bei Brainstorm an der falschen Adresse, ganz ehrlich gesagt, auch wenn die Verkaufszahlen von Ambiguity jetzt was anderes belegen, aber ich denke, das konnte davor auch keiner wissen, dass Ambiguity so einschlägt. Sanctuary sieht es momentan recht ähnlich aus, die Platte kommt auch sehr gut an, jetzt allein mal bei der Presse. Hier aber von irgendwelchen finanziellen Hintergedanken zu sprechen, ist absolut vermessen, weil darüber habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht und dazu wäre ich eigentlich auch viel zu schlecht bezahlt dann bei Brainstorm, und das ist absoluter Quatsch. Nein, Brainstorm haben schon immer geile Mucke gemacht, das werden wir auch weiterhin machen, auf jeden Fall. Ich werde Brainstorm auch jetzt nicht meinen songwriterischen Stempel aufdrücken, weil Totte, Mille, Andy und Otto, die machen so Weltklasse Musik. Warum soll ich da jetzt irgendwie reinpfuschen? Das mache ich nicht. Ich werde weiterhin bei Symphor-Songs schreiben, aber mich natürlich gesanglich, das heißt Gesangslinien und Texte natürlich für beide Bands beisteuern. Ist überhaupt keine Frage, ganz klar. Was bedeutet eigentlich der Albumtitel Sanctuary? Ist das eine Anlehnung an irgendwas? Ja, das ist ein Wortspiel. Du siehst ja, ich stehe schon ein bisschen auf diese Dinger mit Symphor, Symphonie und Force, also die Symphonie an sich und die Macht, das habe ich da schon im Bandnamen untergebracht und jetzt halt im Albumtitel das Ganze auch nochmal ein bisschen versucht reinzubringen in Form von Sin, also die Sünde und Sanctuary, das Heiligtum. Durch die Platte zieht sich textlich auch so ein bisschen ein kleiner roter Faden, aber ist kein Konzeptalbum, auf jeden Fall nicht. Das Ganze beleuchtet so Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und alles so was passiert im Namen der Kirche zum Beispiel, Tötungen und. Ist halt so auch ein bisschen Freiraum für Interpretation für die Fans, aber auf jeden Fall ist das keine Platte, wo du dabei denken musst. Das ist auf jeden Fall nicht. Du kannst dir was reindenken, du kannst auch drüber nachdenken, ist in Ordnung, aber du musst es nicht. Also welchen Einfluss hat denn Achim Müller, der nun auch Primal Fear, Sinner und DC Cooper produziert hat, auf eure Scheibe? Also ich habe es jetzt gerade nicht richtig verstanden, aber Achim Köhler heißt er. Köhler, stimmt. Und wie war die Frage? Achim, was? Welchen Einfluss hatte Achim Köhler auf eure Scheibe als Produzent, der nun auch Primal Fear, Sinner und DC Cooper gemixt hat, ne? Also auf die Songs an sich hat er eigentlich keinen wesentlichen Anteil gehabt, weil die Songs sind gestanden und auch im Groben 1:1 übernommen worden, aber während des Studioaufenthaltes hat er sich wirklich als sechstes Bandmitglied entpuppt und hat sich voll reingehängt, und ich denke, das hört man dem Sound der Scheibe auch an. Hat eigentlich jemand von euch Musik studiert oder so, oder ist das einfach so wie früher zusammengesetzt, Musik, also Klampf in der Hand und dann fertig? Nein, ich denke, du musst halt auch nicht unbedingt Musik studieren. Du solltest auf jeden Fall den Ehrgeiz haben und ich denke prinzipiell auch eine gewisse Ader da dafür. Ich meine, ich habe jetzt auch schon Gitarre gespielt, Bass, mich am Schlagzeug mal versucht. Aber ich denke, im Endeffekt wird wohl der Gesang das sein, was ich vielleicht am besten kann von dem ganzen Zeugs. Ich denke, das sollte jeder für sich selber herausfinden. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt notwendig ist, ein Studium hier abzuliefern. Kann man natürlich machen, um sich wirklich zu perfektionieren. Aber das ist eine persönliche Sache und es ist nicht unbedingt notwendig. Weil die Songs leben nicht von deiner Fidelei, die Songs leben von deinen Ideen. Und die hast du im Kopf und die kannst du dir nicht reinstudieren. Ja, und wie setzt ihr diese Songs um? Also die Ideen, die ihr im Kopf habt, durch Jam? Oder setzt sich einer hin und schreibt? Ja, es wird hauptsächlich natürlich im Proberaum durch dieses genannte Jammen, wie du gesagt hast, natürlich entsteht ziemlich viel. Zusätzlich werden wir natürlich dann das sind wir schon sehr, sehr modern, am Keyboard beziehungsweise am Computer werden hier Sachen entwickelt. Diese Sachen werden dann auch recht gut und recht schnell umgesetzt, sodass aus Einzelteilen, die man am Keyboard, Computer, wie gesagt, entwickelt, man dann recht schnell das Ganze live umsetzen kann und da weiter jammen kann und diesen Song perfektionieren kann. Unserer Meinung nach einfach perfektionieren kann, und ich denke, das ist auch ein ganz guter Weg, damit sind wir gut gefahren und dadurch hören sich die Songs auch absolut frisch an. Was bedeuten euch denn eigentlich wirklich diese sogenannten treuen Fans? Ihr habt es vorhin schon angesprochen, ne? Man sieht ja viele Bands, die stehen da oben, zocken eine Sache runter und das war's dann für die. Sind wirklich Fans das Wichtigste im Leben? Ja, die Fans sind für uns das Allerwichtigste, weil das gibt uns eigentlich die Motivation, überhaupt die Musik zu machen. Ich selber finde es immer traurig, wenn ich als Fan bei einer Band, die mir sehr gut gefällt, im Publikum stehe und die Band lustlos auf der Bühne wirkt und keine Show macht. Wie soll da bitte im Publikum Stimmung aufkommen? Es ist einfach nicht machbar. Und
Deswegen werden wir auch live immer 120%, wenn nicht noch mehr, geben, um die Leute eben, um den Leuten zu zeigen, hier geht was ab. Schau mal gerade, was den Live-Sektor angeht. Es ist dem Fan doch scheißegal, wie viel, was ich am Abend davor gemacht habe. Also wir sind jetzt auch nicht die Jungs, die sich abends ewig abhängen und hier den Kopf zuschießen. Es geht darum, wirklich den Fans immer volle Leistung zu bringen und immer für die Fans völlig da zu sein. Weil die Fans müssen im Endeffekt auch für dich da sein. Und es bringt dir ja auch nichts, wenn eine Alkoholleiche irgendwo schon vorne liegt. Der kann dir ja auch nicht mehr zujubeln. Das ist ja auch Quatsch. Es ist Quatsch. Es gibt für mich persönlich gibt's keinen Unterschied, ob ich oben stehe auf der Bühne oder unten stehe. Ich bin genauso einer, der vor mehreren Jahren noch unten gestanden ist und der auch heute wieder unten stehen wird bei irgendwelchen Konzerten. Wenn die Band da oben alles gibt, gebe ich alles für die Band. Ganz klar, es ist ein Geben und Nehmen. Ja, dann noch zum Abschluss. Schönen Dank fürs Interview, aber noch ein letztes Grußwort von euch für eure Fans und unsere Hörer. Hier ist Andy von Symphorus. Diese Grüße gehen raus zu allen Fans da draußen, die Symphorus oder Brainstorm kennen. Brainstorm, wir sehen uns im September mit Armored Saint auf Europa-Tour. Januar kommt Symphorus und ich hoffe, dass ich viele Gesichter von euch da draußen sehen werde. So far, Ambiguity, Brainstorm, Sanctuary, Symphorus. Bis dann.